Liebe Hanffreunde, habt ihr noch Angst oder zeigt ihr schon Gesicht? Wir stellen jedenfalls beim Hanfverband fest, dass immer mehr Leute ihre Angst verlieren und sich trauen, ihre Meinung zum Thema Cannabis und Legalisierung zu sagen. Sei es jetzt die riesige Zahl unserer Facebook-Fans, die wachsende Zahl unserer Mitglieder, aber auch völlig unabhängig vom Hanfverband merken wir, dass immer mehr Leute mitmischen wollen und ihre Meinung sagen. Es gibt zum Beispiel auch immer mehr Demonstrationen. Auch mehr Ortsgruppen des Hanfverbands und andere unabhängig vom Hanfverband agierende Ortsgruppen. Also immer mehr Aktive in allen Bereichen. Und insbesondere im Süden interessanterweise, Bayern, Baden-Württemberg, wo die Repression besonders groß ist und man denken würde, die Leute haben da besonders viel Angst, sich zu engagieren. Aber das ist nicht der Fall. Die haben natürlich auch besonders arg die Schnauze voll von der ganzen Repression. Und proben jetzt da den Aufstand, was wir natürlich sehr gut finden. Jetzt findet Anfang Mai wieder der Global Marijuana Marsch statt. Das gibt es seit 1999, ausgehend von den USA, hat sich dann weltweit verbreitet und mittlerweile ist der GMM auch in Deutschland angekommen. Und dazu wollen wir euch heute nochmal ganz besonders aufrufen. Organisiert mit, geht hin vor allen Dingen zu den Demos. Wir sagen euch, wann und wo die sind. Von mir wird es eine kleine Audio-Grußbotschaft geben zu dem Thema. Der DHV-Mann Max Plenert wird in Kempten und Heidelberg Reden halten. Wir sind ausgebucht, ihr braucht nicht mehr weiter anzufragen bei uns nach Reden, wenn ihr selber ein GMM organisiert. Aber das ist auch nicht so entscheidend, denn ihr seid die Helden an dem Tag. Sowohl die Organisatoren als auch alle Teilnehmer an den GMMs. Und DHV-seitig ist es vor allen Dingen Florian Riester, der sich mit dem Thema befasst. Auch dank der Millionärswahl konnten wir ihn nicht nur halbtags einstellen zur Beantwortung von E-Mail-Bergen und Telefonaten, sondern er macht für uns auch die Betreuung und Zuarbeit für Aktivisten vor Ort und unter anderem eben auch die GMM-Koordination. Deswegen alles Weitere von Florian Riester. Ich schalte raus ins Grün auf die Straße nach draußen, wo wir euch Anfang Mai auch alle gerne sehen würden. Florian, auf geht's. Danke, Georg. Hallo, liebe DRV-Zuschauer. Anfang Mai findet wieder der Global Marijuana March statt, der weltweite Aktionstag für die Legalisierung von Cannabis. In ganz vielen Kontinenten, Ländern und Städten überall auf der Welt wird demonstriert oder finden Aktionen statt im Sinne der Legalisierung. Von Tokio über Tel Aviv, über Europa, Amerika, Südamerika, Kapstadt, Australien. Überall finden sich Demonstrationen und überall wollen Menschen etwas machen. Und das ist auch richtig so, denn die Legalisierung von Cannabis ist ein weltweites Thema. Es ist ein weltweites Problem. Überall werden Menschen kriminalisiert. Und deswegen brauchen wir auch eine weltweite gemeinsame Bewegung. Und deswegen ist dieser Global Marijuana March so ein toller Termin, um auf die Straße zu gehen und seine Meinung zu zeigen. Wir wollen euch heute verschiedene Hilfsangebote zeigen, die wir euch machen, um eine Demonstration zu organisieren. Wir vom DHV können leider nicht in allen Städten etwas auf die Beine stellen. Wir brauchen euch vor Ort, wir brauchen eure Hilfe, damit ihr etwas organisiert. Wir werden euch wiederum dabei bestmöglich unterstützen und dazu werdet ihr gleich in diesem Video noch mehr erfahren. Cannabis als Rohstoff, als Genussmittel und als Medizin. Leute, steht auf, kommt mit, auf geht's! Auch kleine Städte können sich am Global Marijuana March beteiligen. Es muss nicht die Riesenaktion sein mit tausenden Teilnehmern oder unglaublich großen Paradewagen oder Reden. Es genügt auch, wenn einzelne Menschen sich in einer Kleinstadt auf die Straße begeben, einen Infostand machen oder ähnliches. Einfach nur, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wir wollen eine Änderung in der Drogenpolitik, wir wollen eine Legalisierung. Und das muss auch in kleinen Städten und auch auf dem Land präsent sein. Wir müssen diese Forderung überall hintragen, nicht nur in die Großstädte. Deswegen ist es unser Wunsch, dass ihr möglichst viele Städte anmeldet. Wir hatten im Jahr 2013 11 Städte, die sich am Global Marijuana March in Deutschland beteiligt haben. Und 2014 waren es schon 16 Städte in Deutschland. Unsere Hoffnung ist es, dass wir dieses Jahr 20 Städte schaffen werden und wir haben uns einiges dazu überlegt, wie wir euch unterstützen können und wie wir möglichst vielen Leuten es möglichst einfach machen, eine GMM-Veranstaltung zu organisieren. Wir bieten euch dazu, wie in den letzten beiden Jahren auch, ein Plakat, ein Flyer und ein Webbanner, das wir für euch individuell anpassen werden, damit ihr keinen Grafiker braucht, sondern einfach so relativ simpel ein Plakat und einen Flyer bekommt, mit dem ihr Werbung für eure Veranstaltung machen könnt. Damit machen wir es euch erstmal schon mal ein bisschen leichter. Außerdem haben wir in unserem Forum einen eigenen geschützten Bereich, in dem Organisatoren sich untereinander austauschen können
und über Probleme, Erfahrungen, Tipps und so weiter sprechen können. Ja, im Forum gibt es außerdem einen öffentlichen Bereich, den viele von euch sicherlich auch schon kennen, in dem ihr nach Mitstreitern suchen könnt oder eure Termine, eure Treffen ankündigen könnt. Wenn ihr dort im Forum ein Treffen ankündigt, ein Orga-Treffen, bei dem ihr euch einfach zur Vorbereitung des Global Marijuana March trefft, dann können wir das auch vom DHV bewerben über unseren Facebook-Account und unsere Terminseite auf der Webseite. Es gibt natürlich auch von uns direkt Tipps und Hilfe bei Problemen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die sich nicht im Forum oder durch Tipps untereinander klären lasst, könnt ihr euch natürlich auch bei uns melden bezüglich Versammlungsanmeldungen, sonstige Probleme, die ihr habt. Einfach eine E-Mail schreiben und wir werden uns beste Mühe geben, euch dabei zu helfen. Wir haben uns ein bundesweites Motto überlegt, und zwar Colorado, Amsterdam, wann ist endlich Deutschland dran? Wir denken, das transportiert die Stimmung, die im Moment bei vielen Menschen vorherrscht. Viele Menschen schauen in die USA oder schauen in andere Länder und denken sich, was ist in Deutschland, warum passiert hier nichts? Und wir glauben, dass das eigentlich die Stimmung und die Wünsche der Menschen im Moment sehr gut trifft. Außerdem haben wir die Hoffnung, mit einem bundesweiten Motto auch eine bessere Einheitlichkeit für die Presse darzustellen, die Presse besser zu erreichen, der Presse besser darzustellen, dass der GMM eine gemeinsame Aktion ist, die in vielen Städten stattfindet und die eine große Bedeutung auch hat. Natürlich werden viele von euch ein eigenes Motto haben, das ist auch völlig okay. Wir bieten dieses Motto einfach nur allen Leuten an, die Lust haben, es zu nutzen. Letztes Jahr konnten wir vom DHV euch auch finanziell bei euren Veranstaltungen zum GMM unterstützen. Jeweils 300 Euro haben wir allen Organisatoren angeboten. Das ging natürlich nur dank der gewonnenen Millionärswahl. Dieses Jahr ist uns das leider so nicht möglich, aber wir haben das große Glück gehabt, einen Sponsor gefunden zu haben, der bereit ist, euch zu unterstützen. Die Firma Near Dark Black Leaf wird bis zu 25 Städte mit jeweils 200 Euro sponsern. Mit diesem Betrag sollte es euch möglich sein, zumindest grundlegende Kosten wie den Druck von Plakaten und Flyern zu finanzieren und zumindest eine kleine, simple Demonstration zu organisieren. Wenn ihr natürlich mehr Geld benötigt, dann solltet ihr bei euch in der Gegend, vielleicht bei regionalen Headshops oder anderen Geschäften oder auch bei überregionalen Handfirmen nachfragen, ob sie bereit sind, eure Veranstaltungen mit zu sponsern. Ja, Veranstaltungen kosten Geld, das ist so. Wir hoffen, es euch damit etwas einfacher zu machen. Alle GMM-Organisatoren kriegen außerdem vom DHV auch so ein schickes Infopaket, wie in den letzten beiden Jahren auch, damit ihr alle vor Ort auch Materialien zum Verteilen habt und die Menschen über euer Anliegen informieren könnt. Selbstverständlich werden wir vom DHV auch Werbung für eure Veranstaltungen machen. Jedes einzelne Event wird über unsere Facebook-Seite und über unsere Webseite beworben und wir werden auch, wie in den letzten beiden Jahren, ein Sammelplakat erstellen, in dem alle Städte gelistet sind, sodass möglichst viele Menschen einen möglichst guten Überblick bekommen, wo, wann, was stattfindet. Dieses Sammelplakat wollen wir in diesem Jahr auch drucken. Deswegen haben wir eine Deadline gesetzt bis zum 15. März. Bis dahin solltet ihr eure Veranstaltungen angemeldet und uns mitgeteilt haben, sodass wir sie auf dem Sammelplakat listen können. Ja, diese Plakate werden wie gesagt gedruckt, wir werden sie über unseren Shop vertreiben und auch die Firma Near Dark Black Leaf wird diese Plakate in ihren Webshop packen und sämtlichen Paketen dazu packen, sodass wir hoffentlich möglichst viele Menschen auf eure Versammlungen bringen, möglichst viele Teilnehmer bringen und das ohne, dass ihr große Arbeit mit der Werbung habt. Traditionell findet der Global Marijuana March immer am ersten Samstag im Mai statt. Das wäre in Deutschland dieses Jahr der 2. Mai, das ist aber kein optimaler Termin, weil am 1. Mai ist Feiertag, es finden viele Demonstrationen zum Tag der Arbeit statt und es wird viel getrunken und in vielen Gegenden Deutschlands ziehen gerade junge Menschen um die Häuser und sind dann am nächsten Tag vielleicht nicht unbedingt demonstrationsreif. Ja, daher empfehlen wir allen Leuten in Deutschland, den 9. Mai als Tag für den Global Marijuana March zu wählen. Letztendlich müsst ihr das aber selber vor Ort entscheiden, welcher Termin bei euch am besten passt. Es kann ja auch sein, dass in eurer Stadt ein Platz, an den ihr gerne gehen wollt, belegt ist an dem 9. Mai und ihr deswegen einen späteren Termin wählt. Die Aktivisten der Hanfparade Berlin, die hier in Berlin den Global Marijuana March organisieren, haben sich dafür entschieden, den 16. Mai als Termin für ihren GMM zu wählen, damit sie an den vorherigen Terminen am 2. und am 9. Mai ausschwärmen können in die ganze Republik und euch besuchen können, um in euren Städten als Redner oder als Besucher mit dabei zu sein und sich zu zeigen. Nicht nur in Berlin ist bereits eine Veranstaltung zum Global Marijuana March angemeldet. Auch in vielen anderen Städten in Deutschland haben Aktivisten bereits eine Anmeldung durchgeführt und bewerben die Veranstaltung jetzt schon fleißig.
Am 2. Mai finden in Erlangen, Stuttgart, Heidelberg und in Wien Demonstrationen statt, von denen wir bereits wissen. In Wien ist es die größte Global Marijuana March Demonstration im deutschsprachigen Raum mit vielen tausend Teilnehmern und vielen Wägen. Am 9. Mai wird es Demonstrationen in Kempten, in Köln, in Frankfurt und in Weiden geben. Kempten, ja, das Kempten, wo der oberste Drogenfahnder mit 1,8 Kilogramm Kokain im Dienstschrank erwischt wurde. In der sächsischen Kleinstadt Plauen findet der GMM am 23. Mai statt, weil die Organisatoren vorher keinen ordentlichen Platz innerhalb der Stadt bekommen haben. Auch in Hamburg, Hannover, Bremen und Dortmund planen Aktivisten jetzt schon die Organisation eines Global Marijuana Marches. Es gibt aber noch keine Veranstaltungsanmeldung, daher haben wir noch nicht alle Infos. Aber sobald etwas bekannt wird, werden wir euch das natürlich mitteilen. Auf www.handverband.de/gmm2015 findet ihr immer alle aktuellen Infos, die uns gerade zur Verfügung stehen, damit ihr bestmöglich informiert seid. Jetzt zum Global Marijuana March ist es so einfach wie nie, eine Hanfveranstaltung zu organisieren. Wir bieten euch viele Hilfemöglichkeiten und dadurch, dass wir eine gemeinsame große Veranstaltung haben, habt ihr einen zentralen Werbeeffekt und wir können viel besser Werbung für eure Veranstaltung machen, als wenn ihr irgendwann irgendeine kleine Aktion macht. Viele Menschen in Deutschland werden das mitbekommen und wir sind uns sicher, dass wir es schaffen, auch zu Veranstaltungen in kleinen Städten ordentliche Teilnehmerzahlen zu erlangen. Ihr braucht auch keinen großen Wagen oder viel Geld ausgeben. Der Global Marijuana March in Berlin zum Beispiel findet in diesem Jahr zum zweiten Mal bereits ohne Wagen statt. Es ist also durchaus möglich, mit wenig Geld und wenig Aufwand eine schöne Demonstration zu machen. Auch mit einem Megafon zum Beispiel kann man wunderbar die Menge anführen und die Menge zu Sprechchören animieren. Mauern, Türme, ein Stacheldraht, Zaun, ich will doch nur eine Tüte bauen. Denkt auf jeden Fall daran, Fotos und Berichte von eurer Veranstaltung zu machen. Schreibt euch die Teilnehmerzahl auf, zählt die Teilnehmer gut durch, liefert der Presse ein bisschen Futter. Im Jahr 2012 gab es schon einmal einen Fernsehbericht über den Global Marijuana March. Wir würden uns wünschen, dass es bald wieder Berichte in der überregionalen Presse gibt über dieses Event. Denn es ist ein wichtiges Event, es ist ein dezentrales Event und es ist eigentlich für ganz Deutschland von Bedeutung. Ihr braucht auch keine Angst vor der Polizei zu haben, egal ob ihr eine Demonstration organisiert und offiziell anmeldet oder nur als Teilnehmer sie besucht. Es ist völlig legal, sich für die Legalisierung von Cannabis einzusetzen. Niemand kann euch deswegen einen Vorwurf machen, schon gar keinen strafrechtlichen. Ihr müsst aber natürlich damit rechnen, dass bei den GMM-Veranstaltungen Polizei vor Ort ist, um den Verkehr zu regeln und die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn ihr also dort öffentlich rumkifft, dann müsst ihr damit rechnen, erwischt zu werden. Ja, vielen Dank. Das war Florian Rister für den DHV über den Global Marijuana Marsch. Und ihr hört, ihr braucht keine Angst haben, zu organisieren und hinzugehen. Die Teilnahme an einer angemeldeten Demonstration und die Meinungsäußerung sind grundrechtlich geschützt. Ihr habt nichts zu befürchten, wenn ihr da hingeht. Zeigt also Gesicht, verliert eure Angst. Auf geht's, wir sehen uns. Und zeigt der Welt beim Global Marijuana March, dass auch Deutschland auf der Landkarte der weltweiten Legalisierungsbewegung seinen Platz hat. Und zeigt der deutschen Regierung, dass es euch reicht. Unter anderem finden am 2. Mai Veranstaltungen in Erlangen, Heidelberg, ich kann es nicht lesen von hier, Stuttgart, Wien. Muss nochmal neu machen. Ich muss es auswendig kennen im Endeffekt. Deswegen machen die YouTuber das auch immer so, weil die ihren Text nicht können. Herr Kretschmann ist am 11. Mai 3 Jahre lang Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Hat schon jemand was davon gemerkt? Ist es besser geworden hier? Nein!